Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Mit einem Stadt-Tati. Chong. Hat heute was Besonderes überrascht. Hat heute etwas Besonderes vorbereitet, meine ich. Und unser Gast. Link ist unten in der Beschreibung. Wir haben gerade ein Video für ihn gedreht mit ihm. Was geht ab, Freunde? Chong, erzähl mal, was hast du so vorbereitet? Also, ich habe heute überlegt, ich habe richtig Bock auf ein geiles Sandwich. Wir machen so traditionelles vietnamesisches Sandwich. Das bedeutet Banh Mi, heißt es. Ich weiß, es heißt Banh Mi, Alter, nicht Banh Mi. Das heißt Banh Mi. Ja, das ist scheiß Loch. Okay. Wir machen einfach das längste deutsche Banh Mi, was es gibt hier in Deutschland. Und ich habe hier schon mal das Fleisch vorbereitet, das ist so Schweinefleisch. Ja, und dann kommt so ein geiles Baguette noch, hier von Richard, richtig schön lang ist, das längste, was wir hatten. So schaut das Sandwich schon aus, so groß. Ja. Und dann kommt noch schön Gurken, eingelegte Karottenrettich rein, Koriander, Frühlingszwiebeln und dann wird angerichtet. Bis gleich. Ne, die andere läuft jetzt auf. Ich habe einfach auf Aufnahme gedrückt. Mhm. Sprich, die macht jetzt auch einen Fall für Video. Mhm. Hauchdünn schneiden, Jungs. Hauchdünn. Dünn, wie es geht. Brauchst du Hilfe, Tom? Ja, Mann. Hilfe, Mann. Oh, Alter. Oh mein Gott. Ich habe letztens ein Ding gesehen, Mann, einen japanischen Sushi-Kochmann, der hat dann so Rettich genommen und hat nur mit dem Messer so hauchdünn so geschnitten. Ja. Ja, so wie du gerade machst, aber so hauchdünn, so zack. So wie du und das halt war besser. So krass halt, Mann. Das war viel zu krass. So halt, Alter, der ist nicht schlecht. Ja, der hat schon ein paar geile dabei, Mann, aber. Das ist schon gut zu dabei. Der ist richtig krass. So Leute, jetzt schneiden wir das schöne Stück Fleisch. Da müsst ihr auch aufpassen, auch hauchdünn schneiden. Da müsst ihr ein scharfes Messer haben. Das war auch dünn, oder? Von wo kommt dieses Fleisch überhaupt, Mann? Wo hast du das hergeholt? Aus dem Edeka. Schweinebauch ist es. Schweinebauch mariniert, ja, Barbecue-Soße. Das war doch nicht schon vormariniert, ja, oder? Ja. Nein, das müsst ihr selber marinieren. Ja, eben. Das könnt ihr aus dem Asiamarkt einfach holen, so eine Packung. Barbecue heißt, glaube ich, irgendwas. Das ist halt die Keule! Wie lange war das mariniert jetzt? Schon ein paar Tage, oder? Nee, ein paar Stunden noch. Oh mein Gott, lass ein paar Tage so schön richtig saftig reinsaugen lassen. Ich dachte, du hast schon ewig kein vorbereitet. Ich dachte echt, du hast die Woche schon geplant, Alter. Ihr müsst erstmal das Fleisch kochen. Ja. Kurz, dann marinieren. Dann einfach nochmal in die Pfanne, bis es schön eingezogen ist. Und dann passt es eigentlich schon. Schön saftig ist das schon. Schau, ich zeige euch nochmal. Schön saftig. Du bist nicht zufrieden mit deiner Arbeit, Tati. Jetzt holen wir schön Maggi rein. Ja. Oh mein Gott. Maggi, best, was es gibt. Einfach rein. Ich wollte bei mir gespritzt. Ja. Ich war aber echt Hunger. Oben auch. Die Teile waren schon geil. Die kannst du echt in deinen Foodtruck mit aufnehmen. Was war geil? Das hast du gerade gegessen. Ja, auf jeden Fall. Und das da aber auch, gell? Also sowas wie mit Schweinebauch und so habe ich auch schon in meinem Kopf, oder? Mein Gott. Mach ich nach, Alter. Jetzt klaut Tati auch noch von den Vietnamesen. Alter, ich hab doch auch schon, ich hab doch ernst viele Ideen in meinem Kopf, Mann. Jungs, was ist los mit euch? Jo. So, erstmal schön. Ich bin dann nicht immer der Schnellste, oder? Fleisch? Nicht, dass die Soße oben schon. Nein. Schön, wir machen das schön. Und ich muss das. Das ist zu riesig, Mann. Ich hab das echt so groß, Mann. Zu riesig, Mann. Das ist richtig so.
halt mit den Fingern mal. Wir sind ganz schlecht beleuchtet, aber auf unserem Kanal juckt nicht, Alter. Boah, das soll ich doch machen. Ich brauch die Steckdose. Du, wenn du das schon sagst, oder? Warum? Ich brauch die Steckdose für. Oder schickst du da alles auf uns, Mann? Vorsicht. Ciao, viel besser. Krasseste war echt, wir haben ja Fotos gemacht von unseren Semmeln, gell? Ja. Und haben wir erst mal das in unserem Lokal gemacht, ja, also mit, ja, auch mit Licht und alles, gell? Und die Fotos waren endsdunkel. Und habt ihr einen Fotografen geholt oder einfach nur eine Kamera? Also mein Chef war ja damals auch Food-Stylist oder Fotograf. Okay, klar. Konnte alles machen. Ja. Hat auch Kamera gehabt mit Objektiv und er ist voll krass aufgestellt, aber er ist kein Fotograf. Und dann hatten wir, da waren sie endsdunkel, die Fotos, und dann haben wir sie jetzt diese Woche gemacht, wo halt schönes Wetter war, waren wir draußen in der Sonne, und es ist unglaublich, wie einfach nur ganz normales Sonnenlicht so krass hell ist, und es ist unglaublich krass, ja, du kriegst dieses Licht gar nicht hin, ja, das ist unfassbar. Hier legt der Rettich und Karotte rein, einfach so mit reintun. Die Idee hat die auch schon geklaut. Aber er hat sie von dem krassen Koch geklaut, Mann. Ja, von Nakamura, zwei Sterne Koch. Ja. Junge, von dem kann man schon klauen. Der ist echt krass, Mann. So, jetzt haben wir ein bisschen das reingetan. Der ist challenger, Mann. So. Ich hatte ja bei The Taste hatte ich ein Gespräch, gell? Ja. Und da haben sie mich gefragt, wenn ich gerne in der Show sehen würde. Oh mein Gott, ja. Und mein erstes Ding ist so, Togo, ist so Toru Nakamura. Oh, und habe ich auch gesagt, er war ja letzte Staffel schon da. Ja. Und sie so, ja, der war da, aber der ist auch einer der geilsten Köche. Ja, ja. Weil ihr habt mich gleich genannt, ist so Toru Nakamura, mein absoluter Lieblingskoch, Mann. Oh mein Gott. Bester Mann. So, als nächstes Lauch, Zwiebeln, aber schon in feine Streifen geschnitten. Ja. Das tun wir auch noch schön mit rein hier. Zu viel, man, zu viel. Viel zu viel, oder? Nein, man. Lieber rote. Bisschen verteilen. Lieber rote Zwiebeln, ja. Nein, ich glaube, heute muss ich Date absagen, glaube ich. Okay. Glaub zu mir. Schön. Das wird nicht so, das wird richtig geil. Ich glaube, du hast was vergessen. Diese Sommersprossen oder so, ne? Hast du dabei? Diese Sommersprossen. Nein, da kommt keine rein. Und jetzt. Also, echt viel machen. Weißt, normalerweise kommt noch so eine asiatische Wurst mit rein. Jalur heißt es. Okay. Die kommt noch mit rein. Ja. Aber die habe ich jetzt nicht gekauft. Also ich mache jetzt nicht so unbedingt. Ja, also auf jeden Fall rein muss es Koriander. Oh mein Gott, bei mir bitte ohne Koriander. Es gibt sogar manche, die essen sogar noch mit Butter. Aber ich mag Butter jetzt auch nicht unbedingt jetzt da drin haben. Weil du hast die geile Soße von dem Fleisch hast du drinnen. Dann macht die Butter jetzt alles kaputt. Jetzt noch schön. Mit Stiel oder was? Alles drin, komplett. Oh mein Gott. Wir sparen nicht an. Also ich hätte jetzt ohne Stiel gemacht. Was ist Stiel, Mann? Also ja, Digga, ich tue den eh wieder los, Mann. Also im Stiel ist echt auch der meiste Geschmack. Das ist schon richtig. Aber ich schneide es halt immer sehr fein dann. Ja. Nein, wir tauen alles rein. Wir schmeißen es traditionell. Aber kann man auch so essen, oder? Chinesisch. Ja, du hast was vergessen. Und jetzt kriegt jeder eins davon. Ich schreibe es aus. Der Thumbnail kommt noch, Mann. Machen wir schnell Pfannen dann. Oder machen wir so Pfannen, so einer? Ja, jeder eins dann. Also zwei kommen aufs Bild und jeder hat eins davon in der Hand dann. Oder wir beißen von beiden Seiten an, Alter. Ja, Alter, ja, das können wir auch machen. Alter, Tati, ist noch was für eine Füllung da? Wir müssen mal ohne Pfannen machen, hast vergessen. Ja. Guck mal. Los, Mann. Koriander, beste. Also, ich esse echt gern Koriander, aber... Den kann man nicht gescheit beißen, weil den steht da nicht. Aber. Richtig geil. Super softig, Alter. Digga, das sagst du doch nur, weil das deine Idee war. Ich höre lieber auf Tati. Was ist dein Fazit? Entschuldigung, Fall.
Also Geschmack ist wirklich lecker, wirklich. Ja. Aber mir fehlt noch ein bisschen so dieses Klotzige, diese Soße fehlt mir noch, dieses Fleischstoff. Aber ansonsten geil, wirklich geil. Du sagst so ein bisschen von Fleisch eigentlich, aber das ist ja. Und das hier würde ich auch anders machen, aber ich liebe ja Koriander.